Bavarian Race Tisch Tennis Cup in Neustadt. Drei Turniere gab es am heutigen Samstag, den 16. Februar 2019. Er hat alle drei gespielt und möglicherweise noch kein Spiel verloren. Christian Friedrich, TBC Wulbach, kommt eigentlich aus Bamberg. Hat eine Zeit lang auch beim TBC Höchstadt gespielt. Und das ist Christopher Bedenk, zweitbester Mann bei diesem Turnier. Wenn überhaupt jemand den Herrn Friedrich geschlagen hat, dann war es höchstens er, aber da müsste ich erst mal noch recherchieren. Hier ist es bis jetzt klare Sache für Christian, also 4-2-0 in Sätzen. Bedenk spielt relativ viel passiv, Schnittverteidigung, das bin ich überhaupt nicht von ihm gewöhnt, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Habe ich ihn mir dann nicht richtig angeschaut oder was ist los? Vielleicht liegt es auch daran, dass er hoch genug führt. Überraschend in diesem Satz. 10-2 hat er nämlich geführt, jetzt steht es 10-4 gleich. Also wird es einen vierten Satz auf jeden Fall geben. Den werden wir uns auch noch anschauen. Solange erstmal Überbrückung bei den Nachbartischen, Schiller gegen Stierhof. Das dürfte eigentlich eine klare Sache sein für den Michael Schiller aus Wolkersdorf. Aber naja. Die spielen die hinteren Plätze raus. Aber bei uns geht's weiter. Dritter Satz. Bedenk schlägt auf gegen Friedrich. Ja, er spielt schon recht gut von hinten. Also momentan wieder ohne Schnittverteidigung oder Unterschnittverteidigung. Also mehr von hinten gegenziehen. Das war im Satz vorher ganz anders. Bleibt nur am Tisch. Versucht es zumindest, aber da spielt der Christian halt sehr, sehr schnell. Er hatte Schwierigkeiten, da im Tempo mitzuhalten. Ich glaube, nur zwei, drei Bälle, aber dann platziert ihn der Christian aus. Oh, jetzt hat Christian mal mit der etwas passiveren Variante probiert, auch da gepunktet. Da habe ich aber halt auch nichts gedacht. Nein, nicht dummer Ding. Das war das typische Deich. Ja. Ja. Ich habe noch Böse und Lippen. 7-5 für Friedrich. Ja, das ist einfach zu schnell. Vorhand, Rückhand
irgendwann platziert er ihn aus. Also, da scheint es mittlerweile der Christian den Bedenken schon überholt zu haben. Hat ja auch mal, ich glaube, vor 2 Jahren oder so, hat es mal ziemlich durchgezogen, das Bavarian Race. Christian Fürbrich hat sich da qualifiziert für RuPolding am Ende des Jahres. Apropos Ende, das war das Ende des Matches, 3:1. Für den Christian, wie gesagt, da war er in RuPolding und meines Wissens hat er auch das Endturnier in RuPolding gewonnen. Jetzt spielt er nicht mehr ganz so viel für Bavarian Race, aber hier und da ist er noch aktiv und wenn, dann hat er eben schon die Athletik und die Kondition gleich immer 3 Turniere auf einmal zu spielen.